Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um das EEG 2021. Und wie ihr hier schon sehen könnt, heute ganz genau um die Stellungnahme vom Bundesrat zum Gesetzesentwurf, der schon im Bundestag diskutiert wurde, rund um eben das EEG 2021. Das ist natürlich immer noch so ziemlich das Hauptthema in der Branche, sodass ich auch heute vom Homeoffice aus euch mal direkt darüber berichten möchte, was sich mal wieder dazu getan hat. Denn wir haben vor einigen Wochen mittlerweile ja schon die ersten Referentenentwürfe aus dem Bundeswirtschaftsministerium gesehen. Das sind immer so die allerersten, auch öffentlich konsultierten Varianten. Und dann gab es danach den Regierungsgesetzesentwurf, der praktisch vom Bundeskabinett soweit schon mal verabschiedet wurde. Der wurde dann im Bundestag diskutiert. Danach hatten wir schon einen längeren Livestream zu dem Thema gemacht und uns mal ein bisschen durch die hauptsächlichen Änderungen gekämpft. Nun war das Thema zwischenzeitlich im Bundesrat. Der Bundesrat hat ja auch im Gesetzgebungsprozess ganz schön mitzureden. Und der Bundesrat hat nun eine deutliche Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf des Bundeskabinetts veröffentlicht. Das war am 6. November. Das sind insgesamt 83 Seiten, die ihr hier ja sehen könnt. Und wir gehen mal so durch die vielleicht wichtigsten Änderungen, die zumindest meiner Meinung nach aus diesem Gegenentwurf geradezu wieder zurückgespielt werden und die definitiv im Bundestag noch diskutiert werden müssen. Denn der Bundestag muss ja auch immer sich bewusst sein, das, was die beschließen, ist dann noch nicht Gesetz. Das muss nochmal durch den Bundesrat gehen. Und wenn der eine andere Meinung hat, die er hier deutlich hat, dann muss man halt vorher nochmal zueinander finden. Gehen wir aber mal direkt durch. Ihr findet dieses Dokument auch im Internet. Ich werde das auch bestmöglich versuchen zu verlinken. Manchmal ist es ja bei solchen Drucksachen nicht so einfach. Das ist übrigens die Drucksache 56920, was ihr hier oben ja auch sehen könnt. Also gehen wir mal durch. Es fängt schon an mit dem Thema der EEG-Umlage. Und zwar möchte man etwas erweitern. Es gibt ja EEG-Umlagenbegrenzungen für verschiedene Anwendungszwecke und andere ja auch für den Schienenverkehr. Ganz sinnvoll, dass man dort beim stromgeführten Schienenverkehr die EEG-Umlage verringert, damit man den ÖPNV auch insgesamt weiter stärkt. Und jetzt hat man sich gedacht, der Bundesrat hat sich gedacht, also die Ländervertreter haben sich gedacht, wir möchten das Ganze jetzt erweitern auf Elektrobusse. Also Unternehmen, die ÖPNV mit Elektrobussen, mit batteriebetriebenen Bussen anbieten, die sollen auch ganz klar eine deutliche Entlastung in der EEG-Umlage spüren. Ist eine sinnvolle Lösung, um den ÖPNV weiter entlang der Elektromobilität, die ja nun auch stärker ausgerollt wird, zu stärken. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben zum Beispiel auf Seite 5 ein Thema ganz unten, wo wir einen Begriff verändern wollen, der in dem Gesetzesentwurf der EEG 2021 auch immer wieder mal zu finden ist, nämlich das Wort treibhausgasneutral. Wir haben dort nämlich gesagt, unsere langfristigen Ziele 2030, 2050 sollen eben treibhausgasneutralen Strom darstellen. Treibhausgasneutral ist aber ein Begriff, der gewissermaßen eine Technologieoffenheit immer noch suggeriert, die nicht gezwungenermaßen aus erneuerbaren Energien kommen muss. Treibhausgasneutral kann auch etwas sein, was über verschiedene Umwandlungsmethoden dafür sorgt, dass wir am Ende trotzdem Erdgas zum Beispiel verwenden und dort verschiedenste Power-to-Gas-Prozesse zum Beispiel anwenden oder diverse andere Möglichkeiten nehmen und dann eben doch nicht den wirklich sauberen Wasserstoff nehmen, um unsere Energieversorgungsinfrastruktur zu beliefern. Und genau das wollen wir hier ändern mit diesem Gesetzesentwurf. Es wird die Formulierung auf Basis erneuerbarer Energien festgelegt, anstelle von treibhausgasneutral. Und das ist ja natürlich eine ganz kluge Lösung, weil wenn wir sagen, auf Basis erneuerbarer Energien, dann kann zwar Wasserstoff trotzdem eine wichtige Rolle spielen, aber der Wasserstoff muss dann über die klassische Wasserelektrolyse mit erneuerbarem Strom aus Wasser praktisch hergestellt werden. Das ist eine wichtige Änderung. Gehen wir mal weiter, weil es gibt auch einige Themen und das Video soll auch nicht ewig lang werden. Wir haben hier zum Beispiel auf Seite 6 den Punkt, dass die kleineren Anlagen, also die Definition von kleinen Anlagen findet sich ja auch am Anfang des EEGs in der Begriffsbestimmung, dass die kleineren Anlagen eine gewisse Unterstützung bekommen sollen, nämlich, dass an diese nur rechtlich und technisch unabweisbare Anforderungen zu stellen sind.
Das ist insoweit nur wichtig als Grundlage. Das ändert ja auch den Paragraph 2, in welchem es um die Grundsätze des Gesetzes geht. Und soll hier praktisch nochmal zeigen, der Bundesrat unterstützt vor allem die kleineren Anlagenbetreiber und verschiedenste Anforderungen regulatorischer Natur sollen eben auf diese möglichst nicht angewendet werden, außer es ist eben technisch und rechtlich unabwendbar. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Auf der Seite 7 sehen wir zum Beispiel eine Änderung rund um die EEG-Ausschreibungen. Und das ist ja ein wichtiges Thema. Die Ausschreibungen sind nun mal das Mittel, über welches wir die vor allem Marktintegration der erneuerbaren Energien ja nun vorantreiben wollten. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Dazu haben wir auch schon kürzlich ja erst ein Video veröffentlicht. Und hier wird nun vorgeschlagen, dass wir ein drittes und ein viertes Segment der Solarausschreibungen etablieren. Im dritten Segment geht es um Solaranlagen, die auf Wasserflächen errichtet werden, also schwimmende Photovoltaikanlagen. Das ist etwas, was es schon gibt, auch in Deutschland schon gebaut wurde. Und wir wollen genau diese Flächen jetzt explizit mit in die Ausschreibungsverfahren bringen. Und im vierten Segment sind es vor allem die Agrarflächen, also Ackerland, was mit Solaranlagen dann eben auch bebaut werden soll, wo man sich auch gut vorstellen könnte, dass es ja gar nicht Solaranlagen sind, die direkt auf dem Ackerland sind, sondern über dem Ackerland. Das kennen wir aus diversen anderen Prototypen schon, dass man praktisch auf Stelzen, auf Säulen, die Photovoltaikanlagen dann mehrere Meter hoch praktisch baut, sodass zum Beispiel auch immer noch die Bewirtschaftung des Ackerlandes oder der landwirtschaftlichen Flächen möglich ist. Eine super spannende Sache. Hier werden also im Gesetzesentwurf oder in der Stellungnahme zum Gesetzesentwurf auch die Ausbaukorridore angedeutet. Das sind steigend von 100 Megawatt bis 500 Megawatt pro Jahr für die Wasserflächen, die ausgeschrieben werden sollen. Und bei den Agrarflächen sind es 50 bis 500 Megawatt, die also bis 2025 als jährliche Ausschreibungsmenge hier dazukommen sollen. Diese Ausschreibungen sorgen ja dafür, dass man dann sich dort melden darf als jemand, der diese Anlagen bauen möchte. Und wenn man den Zuschlag bekommt, dann bekommt man ja auch eine Förderung. Also das ist ein super sinnvoller Weg, um hier am Ausbau der Gesamtinfrastruktur teilhaben zu können. Und wenn wir das Ganze noch erweitern auf eben diese auch mittlerweile sinnvollen Varianten, dann haben wir wahrscheinlich insgesamt mehr Zubau. Das ist ja nun auch genau das, was wir erreichen wollen. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter auf Seite 13. Hier haben wir eine Formulierung mit der Direktstromlieferung, die nämlich die Lieferung von erneuerbarem Strom an einen Dritten im räumlichen Zusammenhang ohne das öffentliche Netz in Anspruch zu nehmen beinhaltet. Und das ist praktisch eine Erweiterung des Themas Eigenverbrauch. Soll hier nämlich das suggerieren, dass wir zum Beispiel innerhalb eines Gewerbegebietes oder innerhalb eines Quartieres den Strom auch noch über ein paar Meter weiter an benachbarte Räume nicht ganz klar zusammenhängende Infrastrukturen liefern können, also an einen tatsächlich Nachbarn im gewerblichen oder privaten Sinne liefern können, ohne dass wir das öffentliche Netz nutzen, ne? Weil wir zusammenhängende Stromleitungen haben oder eine eigene Leitung dafür gebaut haben. Dann haben wir jetzt aber die gleichen Privilegien wie beim direkten Eigenverbrauch, was natürlich ganz sinnvoll ist, um auch hier die ja, Quartierslösung und auch die gewerblichen Lösungen weiter voranzutreiben. Das ist durchaus sinnvoll, um eben auch diese dezentralen Lösungen weiter zu stärken. Gehen wir mal noch weiter. Seite 15. Dort haben wir die Ausbaupfade, die wir aus dem EEG-Entwurf schon kennen, mit einem ganz wichtigen weiteren Begriff versehen, nämlich mit mindestens. Mindestens ist hier ganz wichtig, denn plötzlich sind diese Ausbaupfade, dass er gesagt hat, wir wollen jedes Jahr so und so viel Megawatt jetzt zugebaut haben, wir wollen bis 2030 so und so viele Gesamtmegawatt haben, dass diese jetzt eben keine Deckel mehr sind. Na, also wir kennen das Thema ja noch vom 52 Gigawatt Solardeckel, der in diesem Jahr schon mal geändert werden musste, ganz dringend. Das war halt eine Obergrenze der Förderung. Und wir haben jetzt trotzdem ja für jedes Jahr ein Zubauziel an Megawatt formuliert im bisherigen Gesetzesentwurf. Dieses Ziel kann als Oberdeckel natürlich verstanden werden. Wenn wir das erreicht haben, dann wird nicht mehr gefördert. Und das ist natürlich auch schlecht, wenn wir eine deutlich stärker werdende Energiewende umsetzen wollen. Also wird das Wort mindestens eingefügt, sodass wir hier tatsächlich keinen Deckel mehr haben, sondern eine Mindestangabe, ein Mindestziel. Und was darüber hinausgeht, ist auch gut.
Wir haben natürlich da noch andere Mechanismen, die theoretisch gegenwirken könnten, aber auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Gehen wir mal noch etwas weiter, Seite 17. Hier gibt es nochmal einen richtig, richtig wichtigen Punkt, nämlich, dass die Angabe 7 durch die Angabe, nee, dass die Angabe 1 durch Angabe 7 zu ersetzen ist. Und die Profis wissen jetzt schon Bescheid. Es geht hier um die Einbaupflicht des intelligenten Messsystems bei kleinen Einspeiseanlagen. Ganz ursprünglich aus dem Messstellenbetriebsgesetz heraus gab es die Einbaupflicht eines intelligenten Messsystems, also eines Premium-Smart-Meters, ab der Einspeisekapazität von 7 Kilowatt. Das heißt, die Anlagen, die schon etwas größer sind, die brauchen dieses intelligente Messsystem. Jetzt gab es im Gesetzesentwurf aus der Bundesregierung die Angabe, dass die Einbaupflicht schon bei einem Kilowatt Einspeiseleistung vorhanden wäre. Das ist dann aber mit Kosten verbunden, die natürlich die Wirtschaftlichkeit der kleinen Anlage sofort in Frage stellen. Das ist klar. Es macht natürlich Sinn aus Sicht der Digitalisierung der Energiewende. Ne? Wir wollen überall Smart Meter haben, wir wollen auch überall die Gateways haben, um dann eben eine wirklich intelligente Steuerung von Erzeugern und Verbrauchern und Speichern möglich zu machen. Aber das können wir ja prinzipiell auch ohne Smart Meter Technologie, indem wir andere Sensorik und Steuerbarkeiten einbauen über halt andere Technologien. Das heißt, wir wollen diese normierte und zertifizierte Technologie der Smart Meter, der intelligenten Messsysteme, erst ab 7 Kilowatt einbauen, sagt hier, der Bundesrat wird vielen Leuten mit kleinen Anlagen helfen, die Wirtschaftlichkeit für die nächsten Jahre noch zu sehen, weil eben die Kosten des Smart Meters nicht zu tragen kommen. Ganz wichtige Änderung. Gehen wir mal weiter auf Seite 19. Hier geht es nochmal um den Mieterstrom. Wir hatten ja schon eine Anpassung des Mieterstromzuschlags im alten Entwurf, ist soweit beibehalten, aber wir wollen hier die Formulierung, was den räumlichen Zusammenhang angeht, mal betrachten, nämlich hier oder Nebenanlagen im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit diesem Gebäude geliefert oder verbraucht worden ist. Der Mieterstrom funktioniert klassischerweise ja so, dass wir ein Mehrfamilienhaus haben, auf dem Dach ist eine Solaranlage und alle Mieteinheiten bekommen den Strom jetzt vom Vermieter geliefert. Das heißt aber, das ist ein Gebäude schlussendlich, also ein unmittelbares Gebäude mit wirklich minimalen definitorischen Lücken, dass man sagen kann, ja, auch ein bisschen drüber hinaus. Es ist halt ein Gebäude eigentlich. Jetzt wollen wir aber auch mal betrachten, dass wir ja Mietanlagen haben, die richtig groß sind, wo also auch mehrere Miethäuser aneinander gereiht sind und dort dann irgendwann diese Definition schwierig wird. Und jetzt erweitern wir praktisch einfach nur das Zugriffsfeld des Mieterstroms auf halt ein paar mehr logisch räumlich zusammenhängende Komplexe, Wohnkomplexe, Mietkomplexe. Das könnte also auch dann für größere Vermieter plötzlich attraktiv werden, diesen Mieterstrom anzuwenden und anzubieten und damit den Bewohnern eine günstige Stromversorgung vom eigenen Dach eben auch anbieten zu können. Gehen wir mal noch weiter. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Wir haben auf Seite 21 eine Andeutung, dass nämlich die Vermarktung von Strom nach Paragraph 79b eine Form der sonstigen Direktvermarktung ist. Paragraph 79b ist neu und der ist richtig spannend. Da geht es um das sogenannte Marktentwicklungsmodell. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir uns diesen Paragraph 79b anschauen. Es soll aber darauf hinauslaufen, dass wir jetzt praktisch die Vermarktungsformen, die es offiziell gibt, ein bisschen erweitern auf etwas, was diesen echten Markt, den echten marktorientierten Einsatz von Erneuerbaren weiter unterstützt. Und das habe ich in manchen Videos ja schon deutlich gesagt. Die sind in der Lage, sich selbst wirtschaftlich zu positionieren, wenn man die Vorteile der Erneuerbaren zulässt. Aber allein in der klassischen Einspeisung geht ja die Grünstromeigenschaft, die Ökostromeigenschaft der Einspeisemenge verloren, weil sie plötzlich Teil des Gesamtportfolios des deutschen Strommixes ist. Dann ist das nicht mehr besonders wertvoll und nicht mehr besonders sexy, dann ist es einfach Strom. Wenn wir aber eine direkte Belieferung an den Endkunden umsetzen, zum Beispiel auch über einen PPA, dann behält die eingespeiste Kilowattstunde ihre Grünstromeigenschaft und kann deswegen auch als Ökostrom direkt verkauft werden und auch direkt so in das Portfolio eines zum Beispiel industriellen Unternehmens genommen werden. Und dann ist das plötzlich eine Imagefrage, ja, weil Grünstrom, Ökostrom, damit auch Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umweltschutz und so weiter natürlich getroffen werden. Und das sind heutzutage wichtige Imagefragen und damit auch wirtschaftliche Faktoren für große Unternehmen. Und wir werden sehen, genau dieser Paragraph 79b, dieses Marktentwicklungsmodell
geht genau auf dieses Thema, dass man als Einspeiser direkt an wirtschaftliche Unternehmen den Ökostrom liefert und dabei ein tolles Modell eben auch zur Verfügung stellt, was verschiedene Vorteile dann eben bietet. Dazu kommen wir gleich nochmal. Jetzt kommen wir mal ein ganzes Stück weiter. Hier gibt es verschiedenste Details, die alle auch wichtig und interessant sind, aber für besondere Fälle, für spezifische Fälle. Ihr könnt euch das ja selbst auch noch anschauen. Hier auf Seite 48 sehen wir ein paar angepasste Werte und hier geht es schlussendlich um den Admin-Deckel. Ich habe den Admin-Deckel auch schon mal erklärt. Das sagt im Großen und Ganzen, dass je nachdem, wie viel zugebaut wird, die weitere Förderung im nächsten Jahr eben atmen kann. Die geht hoch und runter. Wenn mehr zugebaut wird, dann geht die Förderung im nächsten Jahr runter. Wenn weniger zugebaut wird, dann geht die Förderung ein bisschen hoch. Deswegen ist der atmend. Das ist aber natürlich schlecht, weil an sich wollen wir ja immer viel zubauen und wollen dann auch nicht plötzlich die Rahmenbedingungen verschlechtern, nur weil wir in einem Jahr gut waren. Also werden hier die Faktoren geändert, auf denen praktisch dieser Deckel basiert, sodass diese Abschwächung der zukünftigen Förderung ein bisschen ja, eingeschränkt wird und damit diese Wirkung des atmenden Deckels nicht mehr ganz so hinderlich ist für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energiekapazitäten. Das könnt ihr euch hier auch im Detail nochmal weiter durchlesen. Ihr seht ja auch, hier gibt es immer eine Begründung des Bundesrats, warum er diesen Punkt so eingeben möchte. Und jetzt finden wir einfach mal noch auf Seite 61 die genaueren Definitionen zu diesem gerade schon mal erwähnten Marktentwicklungsmodell. Hier dieser Paragraph 79b. Dieses Marktentwicklungsmodell soll im Großen und Ganzen sagen, wir haben also eine neue Form der sonstigen Direktvermarktung, die dann im Großen und Ganzen aussagt, wir machen eine direkte Lieferung unseres Ökostroms an ein Unternehmen. Direkte Lieferung muss jetzt aber nicht heißen räumlicher Zusammenhang, sondern wir speisen die Menge ein in einen Bilanzkreis, in dem sich auch nur dann diese Mengen befinden, diese Ökostrommengen. Und der Kunde, das Unternehmen, bezieht jetzt praktisch seine Energielieferung aus diesem Bilanzkreis. Und damit haben wir auch diese Grünstromeigenschaft, diese Ökostromeigenschaft bewahrt, weil der Strom niemals bilanziell Teil des gesamten Strommixes war, sondern hier eben gesondert praktisch ja in der Buchhaltung gelandet ist. Und jetzt sagen wir im Großen und Ganzen, ja, wenn wir diese Anlage praktisch an ein Unternehmen direkt vermarkten, dann haben wir eine neue tolle Vermarktungsform namens Marktentwicklungsmodell, die dann eben auch die verschiedenen Vorteile bekommen kann, die hier relevant wären. Wir werden wahrscheinlich dieses Marktentwicklungsmodell, wenn es jetzt auch durch den Bundestag durchgeht und integriert wird, im Detail dann nochmal weiter erklären. Aber im Großen und Ganzen geht es halt darum, was wir auch schon im Bereich der PPAs erklärt haben. Wir machen feste Lieferverträge zwischen einer Windkraftanlage, einer Solarkraftanlage mit einem nicht mit einem Energieunternehmen, mit irgendeinem industriellen gewerblichen Unternehmen und können damit der Anlage eine ordentliche wirtschaftliche Vergütung sicherstellen, weil sie hat einen Vertrag, der im Zweifel auch 15 Jahre lang geht oder wie lange auch immer. Nach diversen Studien fangen die PPA-Verträge bei 3 Jahren an, gerade wenn es ältere Anlagen sind, und gehen tatsächlich bis zu 15 Jahren, wenn es eben auch um neue, sehr, sehr effiziente Anlagen geht. Und auf der anderen Seite hat das industrielle Unternehmen halt eine im Zweifel sogar günstige Belieferung, aber vor allem auch eine ökologisch nachhaltige Lieferung, die am Ende auch im Sinne von Corporate Social Responsibility und ähnlichen strategischen Zielen eines Unternehmens ganz, ganz wichtig sein können. Und das ist natürlich super. Und das wollen wir jetzt praktisch mit diesem Modell noch weiter unterstützen und damit diese weniger auf Subventionierung basierende, sondern mehr auf echtem wirtschaftlichen Verträgen und echte marktbasierenden Modelle einfach weiter integrieren und umsetzen. Das heißt, dieses Marktentwicklungsmodell ist so ein bisschen die Idee des PPAs nochmal in das EEG übertragen. Und das ist natürlich gut, das unterstützen wir als Fans der Energiewende natürlich auch sehr. Das sind jetzt für mich erstmal so die wichtigsten Änderungen gewesen, die ich aus dieser Stellungnahme des Bundesrats gezogen habe. Ihr seht, hier sind noch immer noch ein paar weitere Seiten und noch hinten noch so ein paar genauere allgemeine Begründungen zu dieser Stellungnahme.
Ihr könnt das also auch euch genauer anschauen, diese 83 Seiten. Wir werden das versuchen zu verlinken. Ansonsten sucht halt nach Drucksache 569-20 vom Bundesrat. Ja, wichtig ist, diese Stellungnahme ist es erstmal der Fingerzeig an den Bundestag. Hey, wenn ihr euren Gesetzesentwurf unverändert durchgehen lässt und beschließt, dann werden wir mit unserer Stellungnahme, mit dem, was wir hier sagen, dagegen stimmen, weil wir sind an vielen Stellen anderer Meinung. Es weiß praktisch der Bundestag, es weiß auch die Bundesregierung. Wir müssen wahrscheinlich Kompromisse finden. Wir müssen uns diesem Gegenentwurf ein bisschen annähern, damit wir am Ende hier dieses Gesetz auch zeitnah noch beschlossen bekommen. Auch deswegen zeitnah, weil das EEG soll ja zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Und wir sind schon Ende des Jahres. Wir haben eigentlich auch nur noch eine reguläre Bundestagssitzung, wenn ich mich recht entsinne. Und wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, dann müsste man wahrscheinlich noch mal im Dezember eine weitere Sitzung einberufen. Das muss ja auch nicht sein. Also wird es jetzt aktuell wahrscheinlich viel Bewegung geben auf Grundlage dieses Gegenentwurfs. Und wir werden einige Punkte davon sicherlich im nächsten Gesetzesentwurf des EEG 2021 auch wiederfinden. Das wird spannend. Soweit dazu. Habt ihr erstmal Fragen oder Anmerkungen zu diesem Entwurf? Dann gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.